Hat er das Beats drunter? Nein! Natürlich hat er das Beat. Lol. Ja, aber da war auch keine Bremse beim ersten Mal. Lol. Oh! Aber da war übrigens. Ja. Noch einer. Danke dafür. So ein kleiner Sack. Ne? Da bleibt er extra wieder stehen, um zu gucken. Ja, um dich in die Aufnahme reinzubekommen, die Koka. Zombie Apocalypse. Hallöchen, meine Freunde, willkommen an diesem wunderschönen Montag. Es geht weiter in der Reihe Let's Test zusammen mit dem kleinen Entchen und der lieben Lekoka. Hallöchen, ihr beiden. Knock, knock. Hallöchen, Pupöchen. Oh yeah, Skill Test. Freue ich mich. Ist seine erste Map. Also. Ja, seine erste Map, wir sind mal gespannt. Und, aber mir gefällt schon die Auffahrt. Die kenne ich irgendwoher. Finde ich gut. Komm, lassen wir die mal die beiden Alten vor. Die beiden Alten. Alter, der hier älter ist als wir. Ja, ja. Als wir beide zusammen. Hallo. Ich könnte ja assi sein. Lol. Und dich rauskicken. Ach komm, nur weil ich drüber nachgedacht habe. Karma, jetzt ernsthaft. Ich oh, hab. Aus der Karma, das doch geil aus, oder? Ich hab's doch noch nicht mal ausgeführt. Lol. Ich habe nur gesagt. Wow. Könnte. Aber lol. Nein. Ja, die Koka, das dachte ich mir gerade auch. LOL! Wir hoffen einfach mal, er macht das auch. Ja, ich das sowieso geil. LOL. Er ist aus der Tür runtergefahren, die Koka. Ein kleiner, fieser Mann. Ein trolliger Typ. Wow. Jetzt weiß ich auch, warum man unten nicht langfahren darf, damit man dahinter bloß nicht vorbeikommt. Oh nein. Ich muss. Boah, ist das eine kleine Drecksratte. Lol. Hau! Okay, Freunde, seht ihr das? Das ist doppelwandig. Das heißt, das ist Hund. Das Pro. Ey, Junge, hat der die da gesetzt. Wow. Ey, ich komm da nicht an den Dingern vorbei, wenn ich oben langfahren muss im Aussortierer. Nee, ich schaff's nicht. Was für First Try? First Try, als ich oben lang gefahren bin. Also. Ne. Schaffst du es auch nicht an den Blöcken vorbei? Ne, am ersten Jahr, kein Problem. Ja, ja, du ich schaff's dann. Ich bin auch ganz knapp drüber gefahren, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Let's try this. Aber für eine erste Map, hallo? Auch Konzentrationselement, willst du mich aufs Korn nehmen? Wow! Wow! Wow, Freunde. Und ist jemand hier schon? Ne, immer noch nicht. Nö. Nein, 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 nein! Nein! Oh, Karma! Alter, ich bring mich gleich um. So dämlich kann man doch gar nicht sein. Oh, da kann man viel zu sagen. So, jetzt sind wir vorsichtiger. Ne, wieder nicht. Was ist denn das? Ich komme da nicht hoch. Fährst du Vollgas oder wie machst du das? Ich bin jetzt, gerade habe ich es mit Halbgas versucht. Weil ich habe auch komplett Gas losgelassen und nämlich auch hier aus. Oh, jetzt habe ich es auch. Ja, ich habe so gut wie kein Gas gegeben. Weil damit kannst du wieder nach oben lenken. Da fährt sie, Freunde, sie ist bei mir. Oh, finally, ey. Genau ausrichten, die sind ein bisschen weit auseinander, Freunde. Hat er das Beats drunter? Nein! Natürlich hat er das Beats, lol. Ja, aber da war auch eine Bremse beim ersten Mal. Lol. Oh. Aber da war übrigens, ja. Noch einer, danke dafür. So ein kleiner Sack, ne? Da bleibt er extra wieder stehen, um zu gucken. Ja, um dich in die Aufnahme reinzubekommen, die Koka. Wusst wie? Ich kann heute nichts. Ich kann heute noch nicht mal rückwärts fahren. Oh, finally, ja, da. Wow, 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 wow. Boah, Junge, oh. Das sind aber echt weit auseinander, meine Herren. Da ist der Punkt. Da kommt Entchen, Freunde. Ach, du stehst gar nicht, du fährst da so langsam. Ich denke die ganze Zeit, du stehst da und guckst nein, einfach das ist auch nur, sehr weit auseinander. Du musst völlig aufpassen, die Reifen sind ganz knapp drauf. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich guck mich auch gerade die ganze Zeit von vorne an, meine Vorderreifen zu sehen, wie die sind. Oh, Junge, gleich habe ich es. Konzentration! Ja, mit schnell wird hier nichts, ne? Ne, die sind sehr weit auseinander, muss man wirklich.
Okay, hier bin ich enger, das heißt, der hat mich ein bisschen schräg gesetzt. Oh, weißt du, was ein Troll ist, Likoka? Hm? Verpiss dich, Anime-Fan. Ey, hau auf, ich bin schon auf der Hälfte. Anime-Fan? Ernsthaft? Ich habe ja rechtzeitig respawned, das war genau... Ich würde es heute lassen, ne? Weil heute ist Alte 4. Oh. Heute ist Alte 4. Gibt's gratis heute. Alte 4. Nice. Heute oh, ist Kühlregal. Das ist, da wäre mein erstes Map. Wow. Hey, nein, die Emsch muss man hier rasieren. Die ist ja unsauber. Hey, jetzt gehen sie wieder weiter zusammen? Ja. Ja. Die sind schräg, deswegen bin ich auch sehr langsam gefahren. Böse Freunde. Aber Krimium hat man ja gesehen. Der Punkt ist da oben drin, okay. Etwa. Alles First Try. Oh, Junge. Das ist ach du Scheiße, was ja, das ist denn sehr das böse für ein MG? Wow! Edewitzka wow! Ares, das ist eine sehr böse MG, vor allem sehr gerade, dass was du droppst. Was ist das denn bitte? Was? Also entweder gewollt oder nicht gekonnt. Ja, wenn es wirklich deine erste Map ist. Ich bin drüber gewesen, aber leider am Ende in Schlittern gekommen. LOL! Boah, Junge, das ist echt böse. Ich habe auch schon die Möglichkeit gesehen, wenn man ein Bloody machen kann. Ich fahre tatsächlich am Anfang langsamer. Ja, musst du auch, weil wenn du zu schnell fährst, gehst du hoch raus. Unerwartet gerade Grip gezogen, als er stufig wurde. Ja, da überdreht's mich immer. Und... Oh, aua! Ich war dran und dann überdreht's mich an dem Wallride. Scheiße. Ja, das ist schon böse. Mhm. Also ich überdrehe hier immer, wenn ich hoch. Wow! Muss. Ja. Mein Entchen unter mir, Freunde. Knock, knock. Nee, das heißt, die Vorfahren, die beiden. Ich mir vielleicht ein schönes Intro, Freunde. Alter, fast. Lol. Tschüss, Likoka. Hast du gerade den Andres gemacht und da oben gepasst? Passt, ja. Passt, hier. Ja. Hat echt einer gefragt, was ist der Andres machen? Der Andres machen ist auf den unmöglichsten Stellen parken, um dann die Aussicht zu genießen. Und sich alles genauer anzugucken. Als anderes ist nämlich sehr detailverliebt. Ey, manchmal hast du ja extrem Grip und manchmal hast du gar keinen Grip. Ja, same. Okay, ein bisschen nach oben abspringen. Okay. Aufpassen, hier kann man einen Copy machen. Ich hab's. Oh, ist der böse. Nice. Ist der böse. Aber bisher kann ich auf den ersten Map eine sehr schöne Map. Zwar noch, zack, Punkt nicht, eingesammelt und direkt weiter. Wow! Sag doch, dass dann Micha kommt. Ey, ihr wollt selber überrascht werden, Likoka. Ach so, okay. Vor allem das Problem ist, das ist ein sehr kurzer Micha. Du musst sehr steil den fahren. Etwa, was ist dein Problem? Ach, Karma, fick dich. Ja, wow. Ah, Freunde. Sie hat ihre Laterne wiedergefunden, die Likoka. Das gefällt mir. Immerhin war ich durch und war auf. Ich auch. Boah, lol! So. Aber ein Tipp, Seife, bau mehr Farben ein. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Und sieht schön aus. Ja. Aber trotz allem ist das eine sehr schöne Map, nette Elemente ausgedacht. Der Emschi ist böse. Ja. Aber machbar. Aber nett, dass du auch einen Troll eingebaut hast. Das, schade, dass Emschi nicht zuerst war. Und ich würde sagen, Freunde, ich hänge auf jeden Fall was dran. Hat mich gerade überrascht, das Ziel. Ja, gar kein Problem. Ja, ich bin jetzt nicht ernsthaft drüber. Ihr habt den Copy beim Ziel gemacht? Nein! Was für ein Trottel, Alter! Ja. Fuck! Ich dachte, ich da noch! Nein, okay, alles klar. Wir hängen jetzt zweite Map nach einem kurzen. Bis gleich, Zeit. Freunde. Bis gleich. Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum zweiten Rennen Dragon Playground 2. Wir sind gespannt und bevor es richtig losgeht, Freunde, wir müssen doch die Map-Wertung von ihr machen. Haben wir leider vergessen bei dem ganzen Spaß. Also für eine erste Map, die Aufwand war geil. Emschi war hart. Kurz einfarbig. Ich bin bei 8 Punkten. Ich bei 7. Aus genau den gleichen Gründen. Ja, ich wäre auch eher bei 7. Aber für eine erste Map, sei einfach richtig geil. Kannst gern so weitermachen.
Du bist so eine verdammte Arschgeige. Du bist so eine verdammte Arschgeige. Oh. Wir wollen weiterhin eure Kreationen genießen, Freunde. Also weiterhin schön einsenden. So sieht's aus, so sieht's aus. Das hier ist wieder eine Map eigentlich für Herrn Endus. Wieder schön sich umgucken. Fürs Auge auf jeden Fall. Da ist er. Da ist der Drache, Freunde. Wir sollen angeblich auch durch den Mond fallen. Wir sind mal gespannt. Auf jeden Fall. Das heißt, ich fütter dem Drachen Entchen. Wow, du mich auch. Oh, guck mal, sein Flügel, Freunde. Auf seinen Flügeln in Wallowite. Ja. Tschüss, Ares, sah geil aus. Ich habe nur die Auffahrt nicht richtig mitgenommen und schwuppdiwupp hat eins Frau mich wieder überholt. Ja, moin. Ja, ich wusste aber nicht wohin. Verkackt. Oh, der Drache ist aber echt geil, wenn du nur hinten guckst. Feuerwerk für mich. Der ist sehr sympathisch. Das ist sehr sympathisch. Können wir noch was in Zanz zu sehen, oder? Okay, der hat wahrscheinlich auch viele Bauteile für den Drachen verbaut. Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde es faszinierend, wie klein die Punkte... Hast du mir aufgefallen, wie teilweise wie klein die Punkte sind, wo wir durchfahren? Ja. Das ist mir jetzt aber schon bei mehreren Maps aufgefallen, dass die Punkte irgendwie... Ja, du kannst ja mittlerweile einstellen, ob die groß, klein oder mittel sein sollen. Ja. Echt? Ja. Wenn es nicht wieder komplett verbuggt ist, ja. So. Aber wieder, ich finde Leute, die so Mühe geben, geil. Ja, ist so. Die Drachenschuppen da vorne. Die Spiegel gebaut, das heißt, wir landen, wir müssen jetzt natürlich, ja, genau, wieder abspringen. Hallo, ja, der Drache sieht so geil aus, er speit auf Feuer. So. Uiuiuiui. Wow. Ja, das schätzt. Das war aber ein enges Arschloch, meine Herren. So, Freunde, ich würde mal sagen, jetzt kommt Skill Challenge, die schnellste Runde. Okay, alles klar. Also, Frau, ne? Nicht verkacken. So überdrehen oder so, aus ganz unempfindlichen Gründen. Ich höre das Karma schon wieder bei dir. Karma, Freunde! Oh, schöne Übergänge hat er gebaut. Der baut richtig schön. Das gefällt mir. Ach, guck mal, fette Gucker, Freunde. Gut. Die beiden 20 Stellen werden die Wallrides sein, dass du die perfekt erwischt. Mhm. Und nicht wie Enchin das in der ersten Runde vorgemacht hat. Wow. Ja, ich hab's in der ersten Runde auch verkackt, weil ich nicht wusste, wo man da lang springen muss. Ah. Ich hab halt nicht nach oben gezogen. Dragon Playground! Oh. Aber bis jetzt läuft die Runde sehr sauber, gefällt mir. Bei mir ist ausbaufähig, sind Gott sei Dank drei Runden. Ich wollte sagen, das ist noch die dritte Runde Zeit. Die wird auch nicht komplett kacki sein, aber ja moin. Du hast mal durch, Freunde, guck mal, gehen wir nach hinten. Das war natürlich Risiko, auf der Schellenrunde so nach hinten zu gucken. Dem wir das Entchen fliegen. Oh meine Herren, nein. Und vor allen Dingen, Freunde, wir sehen wirklich, wenn ich jetzt runter, wir haben alle das gleiche Auto, deswegen ist es sehr fair, der Vergleich. Yep. Ist aber was anderes, ne? Ja. Sowas mal einzubauen. Da können wir endlich mal das Skill sehen. Also wieder alles perfekt erwischt. Wow, fast verkackt. Der Aussortierer aufpassen, ja, perfekt. Hey, verarsch mich nicht. Deine Stoppschilder sind fies, wenn man da falsch reinfährt. Boah, die Runde war schon gut. Oh, los, mal durch, Freunde. Meine Runde war jetzt auch nicht komplett scheiße. Geht aber besser. Das geht noch ein bisschen besser. Ich bin mal gespannt. Ist auch sau schwer einzuschätzen, wer die schnellste Runde hat. Ja. Vor allem, wenn wir alle keinen Fehler machen, dann sind sie im Hundertstelbereich, würde ich schätzen. Ja. Wuhuhu. Ja, die gucken jetzt noch irgendwie den gleichen Abstand hinter mir. Ich habe mich wieder an der gleichen Stelle gerade gesehen. Jo.
Ich habe dich auch gerade an exakt der gleichen Stelle wie in Runde 2 gesehen. Das heißt, Freunde, wir sind exakt im gleichen Tempo unterwegs. Das wird richtig das eng für die schnellste Runde. Ihr könnt jetzt drauf selbst schreiben, wer macht die schnellste Runde. Genau, schreibt's mal rein. Wir wollen's wissen. Wow, wird das close, Digga. Und nochmal reingucken beim durch den Drachen fliegen. Oh, geiles Bild. Ich glaube, ich habe das Thumbnail gerade gefunden. Komisch, ich nehme auch was mit dem Drachen. Seltsam. Wow, ein Straw hängt mir ganz schön im Nacken. Ja, schon die ganze Zeit. Lull. Monsieur Ares, bleiben Sie mal stehen. Sie haben Ihren Reifen verloren. Hallo. Oh, und jetzt Ihr Portemonnaie auch noch. Das kannst du behalten. Ja, ist eh nichts drin. Bist du auf 2,50 vielleicht, oder? Reicht doch für 2 Cheeseburger. Oh, ich glaube, ich komme ran. Ja, Anime Fan hat irgendwo verkackt. Irgendwo hat er Zeit gelassen. Komm, faster. Aber von der Zeit her war das, glaube ich, mal schnellste Runde, wenn ich das nicht gesehen habe. So, jetzt komm! Jetzt ist die Entscheidung. Jetzt! Da fliegt Ares ins Ziel. Mhm. Und da ist die Kuckuck im Ziel. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt, Alter. Jetzt. Traumwirbel! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Nein, das ist nicht die Liste. Master! Wen interessiert die RP-Mann? Ja, das interessiert sich natürlich alle, Freunde. Wow, jetzt komm schon. Oh ja, Gewinner wissen wir doch. Und? Und? Woo! Bitte, bitte. Alter. Ja! Ich bin aber schneller als Anime-Fan. Ja! Zweiter Platz völlig verdient. Erster Platz völlig verdient. Ladies and Gentlemen, was eine geile Folge. Däumchen nach oben. Ey, ist das so. Können wir öfter machen, so einen Rundkurs. Alle sind im Auto und dann werde ich schnell zur Runde. Das war aber richtig knapp. Gut, ihr Lieben, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt die Kanäle von 1 Lilikoka sowie 1 Anime-Fan aus. Sprachenlernen Bubble. Unten in der Videobeschreibung sind die beiden jeweils verlinkt. Oder das Entchen. Ja. Sprachenlernen Bubble. Gut, ihr Lieben. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.